Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight, bei unserem wundervollen Rätsel-Event. Es ist mir eine große Freude, ein Mittel zum Zweck abgeschlossen. So, wir machen weiter und wir haben noch einige Rätsel vor uns. Und es ist, wie ihr sehen könnt, 9.32 Uhr, damit haben wir auch das 11. Rätsel freigeschaltet. Schön zu sehen, dass andere sich auch gerade damit beschäftigen. Gut, jetzt ist die Frage, es ist noch gar nicht da, ne? Sieht nicht so aus. Gut, wir haben aber ja noch ein paar Rätsel offen, dann starten wir einfach mit dem ersten durch. Das haben wir gemacht, ne? Genau, den Schlüssel haben wir bekommen. Können wir sprechen? Nein, Chandris. Karte des östlichen Azurblauen Gebirges. Oberste Ebene der anderen. Ja, starten wir doch damit durch, oder? Mögen die Winde. Achso, okay, das ist dann auch das, was wir mit unserer Druidin machen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich würde ganz gern meine Kamera anmachen. Ich würde aber ganz gern die mein Ringlight auslassen. Ich weiß nicht. Ja, da muss ich die Rollos hochmachen, ne? Halt, wie ich aussehe. Ich habe schon wieder so schlecht geschlafen. Also ich kann nicht mehr schlafen einfach. Ja, okay, da hätten wir uns gut hin teleportieren können, ne? So, hier ist die Tür. Oder? So ist es eigentlich, ne? Oberste Ebene der Anlage. Konsole befindet sich 11-2 von der Tür. Denkkappe deaktivieren. Denkkappe aktivieren. 11-2. Also hier reagiert die Fackel auf jeden Fall schon mal. Die Tafel wird von eingeätzten Buchstaben geziert. Ihr könnt die Sprache nicht verstehen. Verwendet etwas Papier und Kohle, um einen Abdruck zu machen. Nun, ich glaube, dass meine Tage der Feldforschung vorbei sind. Es wird Zeit, in die Stadt zurückzukehren und mir ein warmes Bad zu genehmigen. Nochmals danke, dass ihr mich befreit habt. Viel Glück bei eurem Unterfangen. Wer war das denn? Die Durchschrift ist in einer uralten Sprache. Vielleicht kann Bobby Curlisle den Text übersetzen lassen. Okay, das war einfach. Dann kann das weg. Muss leider sein, sonst komme ich komplett durcheinander. Das verstehe ich halt nicht. Was genau das? Ich muss mal kurz, warte mal eben.
Ich bin unsicher, ob das von dem Tutorial-Gegenständen der Denkkappe war, dieser Schatz, den ich da suchen musste mit den Pfeilen, oder ob das wirklich ein neuer Gegenstand ist. Da bin ich sehr durcheinander. Okay, das können wir machen. Wandernde Sande. Komme ich da wieder auf die... Nee, ne? Drei Stück fehlen. So, und dann nehmen wir den Götzen. Drei Stück brauchen wir, okay. Zwei. Man sieht sie ja sogar ohne, ne? Aber mit ist natürlich dann doch ein bisschen angenehmer. Drei. Mhm. Die zeitverlorenen Fragmente wurden zu einer Steintafel zusammengesetzt, aber die Inschrift ist größtenteils abgegriffen und unvollständig. Bewahren, Kathos will sie sicher untersuchen. Ja, ihr merkt es, ich bin ein wenig entspannter als in den letzten beiden Aufnahmen und versuche jetzt mit mehr Geduld ranzugehen, um mich nicht direkt so aufzuregen und unser Event auch ein bisschen mehr Spaß machen zu lassen. Aber mit der Reihenfolge, das ist schon echt hart nervig. Ich meine, jetzt ist ja egal, scheinbar war es ja wirklich nur die Fackel, die man noch bekommt, aber trotzdem ist es... Wie man da nicht drüber nachdenken kann, dass man als Nachholerspieler dann die eine Aufgabe vor der anderen annimmt. Das ist ein bisschen weirdo, weirdo, weirdo. Ich bin mal gespannt, wo der neue Weltenbaum dann hinkommt. Man spekuliert ja, dass er vielleicht hier hinkommen könnte. Können wir sprechen? Fände ich doof. Ich möchte ihn ganz gerne in Kalimdor haben. Ich biete euch meine Hilfe an. Amoya! Wie ist es euch denn in den wandernden Sanden ergangen? Habt ihr die Tafelfragmente gefunden? Ah ja, ich kann einen Teil der Inschrift erkennen, einige Teile aber leider nicht alle. Ich werde erstmal über diese Symbole brüten. Mit ein wenig Glück puzzle ich die Inschrift zusammen und komme dahinter, was sie aussagt. Ich folge eurem Ruf, wenn ihr mich braucht. Unbeständige Sande war das. Tag 7, es war aber sehr kurz. Okay. Hallo. Man sieht sich. Habt ihr etwas gefunden? Mögen eure ihr habt jemanden gefunden, der dort gefangen war? Und die anderen waren tot? Achso, das waren diese toten Expeditionsleute. Ja, ja. Ein Glück hattet ihr die Fackel. Bobby schaut sich die Radierung an. Ich erkenne den Text nicht, aber ich werde ihn bewahren, Kathos zeigen. Hoffentlich hilft uns der Inhalt herauszufinden, worauf es diese Gruppe abgesehen hat. Auf dann. Schönen Tag auch. Aber auch wieder sehr kurz. Ein frostiger Aufstieg. Tag 5. Next Zeitriss für 18 Minuten. Schönen guten Tag. Ah, da ist ja meine beste Ermittlerin. Ich habe mit einer Kontaktperson bei den Kerintor gesprochen, die mir noch einen Gefallen schuldig ist. Sie gab mir einen Hinweis auf ein Buch in Karazan, das uns helfen könnte, den Text auf den Tafeln zu entziffern, die ihr geborgen habt. Ihr wisst doch, die vom azurblauen Gebirge und aus den wandernden Sanden. Baut also auf den beiden anderen Aufgaben auf. Aber wir wissen ja beide, dass ihr Experte darin seid, etwas aufzuschreiben und zu sichern. Das ist die Notiz, die meine Kontaktperson hinterließ. Das sollte euch dabei helfen, das Buch zu finden. Karazan, östliche Königreich.
Kalisse. Ich konnte eine Notiz aufspüren, die Khadgar nach Dalaran schickte, als er damals noch Lehrling in Karazhan war. Und die sich auf die von euch beschriebene Tafel bezieht. Wie es scheint, verwendete Medivh kein traditionelles Archivierungssystem. Hier ist der gesamte Wortlaut. Steht mitten im Eingang zur Bibliothek des Wächters. Begebt euch zu -12-1. Ich bin nicht sicher, ob sich das auf Schritte, Regal oder das anderes bezieht. Seid auf euch allein gestellt, lasst euch nicht umbringen und kontaktiert mich nie wieder. Oh. Okay. Oh. Bibliothek. Ist damit das Dungeon gemeint? Und welches Karazhan? Well, well. Bibliothek des Wächters. Ja, okay, eine von beiden. Wir müssen also in den Dungeon oder in den Raid rein. Das ist ja geil. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Sache offen, nämlich die hier. Dann ist die wahrscheinlich wirklich wahr. Beginnt an der Lampe, wenn ihr den zweiten Stock des gerüsteten Geistbocks erreicht. Zweiter Stock erreichen, das wäre ja dann hier oben. Das ist ja die Lampe. Nimmt den Gegenstand. Das ist das Banner, was wir nach Sansa Khan gebracht haben, oder? Schon wieder die falsche Reihenfolge. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Bergen wir gerade die Gegenstände, die wir schon zurückgebracht haben? Beginnt am Briefkasten der Bank. Nein, Chandris. Können wir sprechen? Bank, Briefkasten. -12-13. Hier drin? Ah ja, okay.
Hä? Nicht. Was liegt an? Ach so. Ihr müsst mit Claudia arbeiten. Diese Kappen sind echt... sind nicht gerade unauffällig. Claudia hat gesagt, dass ihr diesen Gegenstand schätzen könnt, um zu sehen, ob er echt ist. Ja, lass mich sehen. Ein Grabesbrenner der Maru. Korrekte Naht. Die Farben sind natürlich. Die Abnutzung passt zu dem Alter. Ist authentisch. Scheint, als hätte Claudia falsch gelegen. Schönen Tag auch. Bringt den Gegenstand zurück, bevor die Bewahrerin sein Fehlen bemerkt. Berichtet Claudia dann, dass die Theorie sich nicht bewahrheitet. Schön, dass ich helfen konnte. Bewahrte Unschuld. Okay. Also stimmt die Theorie nicht, dass die Gegenstände ausgetauscht und nur Replikate, ihr wisst schon, ausgehändigt werden. Wohin denn? Wie geht's? Schönen Tag auch. Ach so. Ach so, wir haben den hier oben aus ihrer Kiste geklaut. Ich verstehe. Bringt den Grabesbrenner zurück. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Wir haben aus ihrer Kiste, aus der Kiste der Bewahrerin den Brenner rausgenommen, den kontrollieren lassen und haben herausgefunden, dass er echt ist. Jetzt habe ich es verstanden. Für die extra Dummen fehlte da jetzt nochmal der Kontext. Ja, ja, ja. Schon klar. Wirklich? Und ich war so sicher, dass sie die Strippenzieherin hinter der ganzen Sache ist. Naja, ich habe noch andere Spuren zu weiterverfolgen. Ich sage euch Bescheid, wenn ich etwas Handfestes habe. Gebt mir den Schlüssel zurück. Falls ihr je was braucht? Garona übernehmen sie. Damit fehlt nur noch Tag 11. Das war Tag 3. Krass. Okay, jetzt ist halt riesiges Fragezeichen. Ich würde einfach mal die Legion-Variante tippen. Ist jetzt aber wirklich komplett geraten. Wie komme ich da denn am besten hin? Überratschet. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Krass, hier in der Liste ist Tag 11 nicht mal drin. Also es ist richtig neu. Wirklich von 0 Uhr heute Nacht. Ja, Ratchet, ist klar. Von hier aus mal eben hinfliegen. So. Kann auch sein, im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich auch einfach von, nee. Oh, ich muss doch den Ruf sammeln, oh Mann. Du, 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 du. Boah, die Drachenrennen waren aber auch hart, ne? Die haben wir jetzt hinter uns gebracht, aber hei, hei, hei. Die Händlerdivisen sind sehr interessant, ne? Dass man jetzt tatsächlich mit diesen Shop-Paketen auch Händlerdivisen bekommt.
Sag doch was, Mensch. Ist das Boot schon? Ja, wir müssen wieder Classic spielen. Ich habe wirklich richtig Bock auf Classic mit dem ganzen richtigen Bootwegen und das ist schon geil. Juckt mir schon in den Fingern. Ich wollte jetzt eigentlich kein Raid machen, aber hey. Oder kein Dungeon. Das finde ich ja cool. Jetzt haben wir genau das, was ich gesagt habe. Nur schön wäre es, wenn man jetzt noch mehr machen müsste. Nicht nur jetzt dahin gehen, den Gegenstand finden und vorbei, sondern in dem Gebiet noch mit den alten Charakteren arbeiten. Das finde ich cool. Oh, der Zeitriss ist in 6 Minuten. Und es fehlt nur noch ein, dann haben wir auch hier 150 Punkte drauf. Moment mal, wo startet denn das Neue? Nicht doof? Oder werden nur Raids auf der Karte angezeigt? Nee, auch, okay. Alles gut. Ich überlege gerade, ob wir uns mal eben umloggen auf meine Druidin und wieder mit der Druidin in 5 Minuten den Zeitriss mal eben machen. Ja, und dann würde ich heute wahrscheinlich mal anfangen, mit der Nachtelfe die Traditionsrüstungsquest-Reihe zu machen. Das ist ja dann ein wenig wie eine Premiere, kann man sagen. Ne? Weil wir dann zum ersten Mal seit einem Jahr, seit dem Release von Dragonflight, kann man sagen, und zum ersten Mal seit diesem Projekt hier den Charakter wechseln und in einem Video einen anderen Charakter sehen. Ist ja auch was Besonderes, muss man ja auch mal anerkennen. Ja. Ja, und auch hier, ich sag's ja jedes Mal, wenn wir irgendwo drüber fliegen. Ich würde so gerne die ganzen alten Questreihen einfach mal nachspielen. Aber auf der anderen Seite scheitert das ja auch schon daran, dass ich nicht mal schaffe, Classic zu spielen, geschweige denn Retail. Dann kommen noch andere Spiele, die mich Jahrtausende in Anspruch nehmen. Es ist Wahnsinn. So, das hier ist der ehemalige Turm von Medivh und auch von Khadgar. Hier hat der Wächter der Wächter war ja mehr oder weniger der Wächter über die brennende Legion und die Magie und so weiter und so fort der Menschen. Und Medivh, Ekwin, die Mutter von Medivh, war auch Wächterin, aber sie wurde von Sargeras verflucht, wodurch Medivh eben schon bei seiner Geburt verflucht war, in Anführungszeichen. Und Medivh öffnet ihr dann, das sieht man auch im Warcraft-Film, das Portal nach Draenor, wodurch dann die Orks hier einfallen, richtig? Ja, ne? Ich meine schon. Und dann beginnt ja die Invasion. So in der Richtung auf jeden Fall. Und nach Medivh kam ja dann Khadgar, das ist ja der aktive Wächter. Aber er lebt eben nicht in dem Turm, weil Medivh ja so ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Durch diese Zeichnung, wenn man so möchte, ist der Turm jetzt unbewohnt. Und eigentlich war das hier halt meine Main. Mit ihr habe ich auch die meiste Spielzeit. Aber wie ihr auch schon an meinem Pad sehen könnt, nicht mehr aktuell. Und wir werden wahrscheinlich dann mit meiner Druidin durchstarten. Aber ich bin so hin und her gerissen, weil meine Jägerin liegt mir auch so am Herzen. Aber mit meiner Jägerin können wir nicht mal
ein Dungeon heilen. Das ist so schade, dass der Jäger wirklich keine Tank und keine Heilklasse hat. Fände ich schon fast cool, wenn... Ach du Schande. Wenn jede... Klasse entweder Heil oder Tank hätte. Ne? Dass eben jede Klasse eine... Oder dass jede Klasse jede Rolle in einem Dungeon übernehmen kann. So ist richtig gesagt. So, Erfolge. Da fehlt aber jetzt auch nicht mehr viel, oder? Handelsposten-Fan. Also haben wir dann 8 von 12 diesen Monat. Das ist nicht abgehakt. Uldum habe ich noch nie gemacht, okay. Es ist noch so viel, was mir fehlt. Auch hier überall. Ah! Jesus. Was spielt man denn so? Mönch, Druide, Paladin, Schurke, Hexenmeister, alles. Alles querbeet. Wollt ihr etwas kaufen? 3,95, 3,85, 3,95, 3,85. Champions, gut, dass ihr hier seid. Wir müssen einen Zeitriss schließen. Die Kreaturen hier gehören zu einem anderen Zeitweg. Wir müssen uns um diesen Einfall kümmern. Dann können wir reparieren, was kaputt ist. Okay, wird gemacht. Achso. Ist es schon an der Zeit? So, sorry. Ah! Ich muss mal schnell was gucken. Ich bin noch hin und her gerissen, ob wir dann wirklich mehr Wächter-Druide spielen oder mehr Clown-Druide. Es ist... Ich muss mal ganz kurz was gucken. Mann, Mann, Mann. So, sorry. Wir haben einen mächtigen Gegner vor uns. Besiegt ihn. Mach ich. Wir brauchen Befestigungsanlagen. Errichtet sie gemeinsam. Mache ich. Oh, wie die da nur rumstehen, die Leute, ne? Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Die Leute, die einfach nur rumstehen und gar nichts machen? Oder die Leute, die gar nichts machen?
So, sorry, musste ich nochmal schnell antworten, jetzt aber gut. Was soll ich machen? Ach, wieder einen Waffenständer bauen, okay. Easy. Streitkräfte der Geißel bedrohen uns. Gebt nicht nach. Easy. Wisst ihr, was geil ist? Der Bärendruide sagt nicht, ich habe kein Ziel. Er sagt einfach gar nichts. Der nächste Schritt bedarf etwas Genialem. Naja, genial. Yay. Aber okay, wenn wir die gemacht haben, haben wir 5 von 5 Zeitrisse. Und ach, guck mal, die 30 Quests haben wir auch bald voll. Da sind auch nochmal 350 drauf. Sind wir bei 950? Cool. Wir haben einen mächtigen Gegner vor uns. Besiegt ihn. Ach so, ich will Katze. Ich will eigentlich Katze. Ich will Katze. Okay. Hat denn der da Kriegsgelingen von Azinot in seinen Händen? Was ist denn da los? Ja, das ist wieder der Aschebringer. Wir bekommen jetzt mit ihr die Gegenstände halt nochmal. Was schade ist, dass es kein Account-Weiter-Erfolg ist. Aber ich muss eh mal gucken, dieser letzte Gegenstand, was das ist. Ich habe das Gefühl, wir finden den nicht ohne weitere Tipps, Hinweise, wie auch immer.
Wir haben einen mächtigen Gegner vor uns. Besiegt ihn. Schade. Okay, ist es Illidan? Nee, schade. Aber lass mich mal gucken. Wir sind in einer Zeit angelangt, in der der Lichtkönig die Welt erfolgreich gegeißelt hat. In diesem Azeroth hat das Leben keine Chance. Hier gibt es nur Tod und Untod. Schnell, unser eigenes Azeroth zählt auf uns. Eine chaotische Manifestation von Temporalenergie verursacht diesen Wahnsinn. Wappnet euch für die Schlacht. Ja, die Traditionsrüstung. Wenn wir die freigeschaltet haben, haben wir die letzten Punkte dann. Schön. Oh, der Wappenrock. Und ein Stab. Aber einen Stab hatten wir schon. Shit, genau den haben wir uns mal geholt. Ah, der Wappenrock. Wie geil. Weißer Kriegswolf, ey. Auch noch. Ey, warum habe ich den denn jetzt bekommen? Wurde der mir gerade geschenkt, oder warum? 10.11 Uhr. Ich bin verwirrt. Aber wir haben den Wappenrock bekommen. Wurde mir geschenkt? Von Basnitch? No, der... Oh mein Gott. Ah, das heißt, ich müsste eigentlich die ganzen Sachen mit ihr jetzt auch schon machen. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich mit ihr die ganzen Dragonflood-Inhalte nachholen will. Ja. Habe ich mir auch schon überlegt, ob wir einfach dann so 3-4 Videos zum Nachholen machen. Dass wir einfach rotierend... Aber okay, das scheint dann so, als hätte uns den gerade ein Spieler geschenkt, oder? Das war ja genauso mit dem Allianz-Mount. Seid gegrüßt. Möge euch die Zeit hold sein. Ich werde hier sein. Jo. Krass, noch 50 Punkte. Gut, haben wir das. Haben wir das, haben wir das. Dann ausloggen. Also das klammern wir jetzt ein. Flugsteine, Niffenschatztruhen geplündert. Ja. Hier machen wir dann weiter, sobald wir durch sind mit dem Rätsel-Event. Heute. Fehlt dir nur Tag 11. Ja, das war jetzt der Wächter-Druide. Ne? Also der... Ich meine, klar, Druide ist halt schon geil, weil es halt die damalige Hybridklasse ist mit 4
Spezifikationen und. Es ist schon geil. Man hat halt endlos viele Möglichkeiten. Man hat mehrere DPS-Klassen, man hat die Tank-Klasse, die High-Klasse. Ja, okay, hat man als Paladin ja auch alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo gehen denn die Spieler so rein, die hier hingeflogen kommen? Ich bin ja bestimmt nicht der Einzige. Guck mal, da ist einer. Weil das ist ja der klassische Eingang. Und hier oben ist irgendwo der... Da geht aber keiner rein. Die gehen alle hier unten rein. Das ist Alter. Wir schauen einfach mal. Also folgendes Problem. Ich kenne mich absolut nicht aus. Oh, und wir haben auch noch die Daily offen. Die Krippen-Daily. Shit. Hab ich jetzt ganz vergessen. Man könnte jetzt natürlich einfach nachgucken. Ist verschlossen. Scheiße. Geiler Soundtrack auf jeden Fall. Töten wir mal Morose. Ungeschickt angekündigte Besucher. Es müssen Vorbereitungen getroffen werden. Definitiv einer der coolsten Dungeons. Die Stelle. Ja, ja, den hier unten habe ich ganz oft besiegt. Mit Mitternacht. Ja, das Mount von dem habe ich recht lang gefarmt, aber ich habe es dann auch bekommen, dementsprechend. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut. Da geht's aber auch nochmal hoch hier hinten, ne? Ach du Schande, was wollt ihr denn? Oh, ich finde doch niemals zur Bibliothek hier drin. Das ist ja eine Katastrophe. Ich glaube, das ist auch ein sehr beliebter Dungeon. Verschlossen. Weirder Raum. Ich weiß halt nicht, wo es jetzt weitergeht. Jetzt müsste die Tür aber doch aufgehen, oder? Bedienstetenunterkünfte. Und da hätte ich noch lang gehen können, okay. Gehen wir da mal hin. Ja, es ist auch, wenn man es nicht kennt, ein sehr verwirrender Dungeon. Wo geht's jetzt lang? Hier rein, okay.
Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher rein. Das ist nicht so ganz komisch, immer Zufall, was hier für ein Boss kommt. War da nicht irgendwas oder ist das nur in dem neuen? Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. War das nicht so? Nee, ich glaube, oder? Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ah ja. Hayakis der Laura erscheint aus dem Schatten. Steht im Chat gerade. But I can't see him. Laura klingt aber schon fast wie eine Spinne, oder? Ah ja, hier. Da ist auch wieder Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Karazhan. Klingt nach Balsal. Tugendhafte Maid, okay. Euer Verhalten wird nicht toleriert sein. Und jetzt stelle man sich mal vor, wir sind hier falsch. Und wir müssen das Ganze nochmal im neuen Karazhan machen. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Inventar ist voll. Wenn ihr euch gerade denkt, what the fuck geht da ab? Leute, dieses Dungeon ist... Sebastian, der Orgelspieler. Grüße! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nicht angreifen. Ja, es ist absurd, ich weiß. Aber wie geht's denn gleich weiter? Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vorstellung.
Heute erforschen wir die Tiefen der menschlichen Seele, indem wir ein verirrtes, einsames Mädchen begleiten, das mit Hilfe ihrer treuen Gefährten den Weg nach Hause sucht. Sie wird jedoch verfolgt von einem gemeinen und bösartigen Weib. Wird sie es schaffen? Wird sie überleben? Nur die Zeit wird es zeigen. Und nun möge die Vorstellung beginnen. Tito, wir müssen einfach einen Weg nach Hause finden. Der alte Zauberer ist unsere einzige Hoffnung. Strohmann? Brüller? Blechkopf? Wollt ihr? Wartet. Donnerwetter, schaut! Ich habe keine Angst vor euch. Wir haben Besucher. Hä? Wollt ihr? Kommt schon. Ich schaffe euch mit beiden Pfoten hinter dem Rücken. Was soll ich bloß mit euch machen? Mir fällt einfach nichts ein. Ich könnte wirklich ein Herz brauchen. Kann ich eures haben? Wieder bin ich ein Alter. Meine Hübschen! Wie konntet ihr nur? Oh, welch grausame, grausame Welt! Ich muss mal kurz gucken. Es gibt noch Secret Mounts, so wie ich das gerade hier verstehe. Also eins zumindest. This mount is a reward to the hidden community creators portion of the secret. Was? Ich verstehe nichts. Hey, es ist alles so verwirrend, was ich hier gerade sehe. The Hind for this Rumor. Was ist denn Community Rumor? Gucken wir uns gleich auch mal an. In der nächsten Aufnahme einfach. Aber ich verstehe nicht so richtig. Das alte Karazhan ist scheinbar richtig, auf jeden Fall. Das wollte ich mal kurz nachchecken. Dass wir jetzt nicht umsonst die ganze Zeit rumlaufen. Das war übrigens der Zauberer von Ost, ne? Wer es nicht erkannt hat, schämt euch. Es gibt wohl noch geheime Sachen, so Community Secrets oder so. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Jo. Wäre es natürlich auch als Druide in der unsichtbaren Katzengestalt ein Ticken angenehmer, hier lang zu laufen.
Gut, ja. Ich brauche ein Ziel. Ah, die Musik kann aber auch hart nerven. Ich drehe sie mal was runter. Nicht ganz so weit. So. Ah ja, ah ja. Terrasse des Meisters. Ist verschlossen. Ich weiß halt auch nicht, ob wir irgendwie noch Fortschritt machen müssen, um irgendeinen Weg freizuschalten. Nicht, dass wir jetzt irgendeinen wichtigen Boss ausgelassen haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist halt schon geil, ne? Hier durch diesen kaputten Turm und so. Von der Optik her schon sehr nice. Bibliothek des Wächters. Okay, da ist er ja. Aber hätte es denn jetzt einen klaren Hint dafür gegeben? Dass es eben nicht das neue Karazhan ist? Oder hätte man das sich jetzt irgendwie eher denken müssen? Bibliothek des Wächters, okay. Das ist für mich der Eingang. Denkkappe. Minus 12, minus 1. Seid ihr immun? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. Uralter Foliant. Was? In einer Notiz im Buch steht, Tiers Vermächtnis ist wieder zurück in der Titanenabteilung 3.6. Ach so, ist das hier einfach jetzt ein Buch oder was? 3.6. Von da aus 3.6 oder so 3.6?
Ich habe kein Ziel. Inventar ist voll. Zorn der Titan. Ist das damit gemeint? Nee, oder? Auf der stark verbrannten Seite sind unlesbare Worte zu erkennen. Nachdem ihr Siegel... Was? Nee, okay, das war's nicht. Da. 3-6. Tiers Vermächtnis wieder zurück in der Abteilung zu den Wächtern von Tieresfall. 8-14. Okay, das ist cool. Bin ich ehrlich? Finde ich cool. Scheiße, war es minus 14? Ich bin doof. Minus 14, okay. Puh. In einer weiteren Notiz steht, dies muss bei den anderen Aufzeichnungen zu den Dracheninseln bleiben. Es sollte allerdings unter U geführt werden, da der Name ursprünglich Uldurus, nicht Tierhold war. Minus 11,7. Tiers Vermächtnis. Oh mein Gott. Written and Draconic, a complete history of Tiers Legacy and the artifacts secured within Uldurus. Also auf Drachensprache geschrieben, die komplette Geschichte von Tier und den Artefakten, die in Uldurus beschützt werden, was auch immer Uldurus jetzt schon wieder ist. Ja, I don't know. Salz vollkommen weg damit. Bringt das Buch zu Bobby Crizzle in Waldracken, um beim Entziffern des Tafeltextes zu helfen. Heilige Scheiße. Das war hart. Das war echt, wow. Nicht schlecht, Herr Specht, um es mal mit anderen Worten zu sagen. Tag 11. Tag 11, Tag 11. Hallo. War meine Quelle brauchbar? Konntet ihr das Buch finden? Auf dann. Natürlich habt ihr es gefunden. Also, ihr habt wirklich das Zeug zu einer Feldermittlerin. Tiers Vermächtnis, interessant. Ich werde mit Kator zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir den Text und diesen Tafeln entziffern können. Ich bin mir sicher, dass dieses Buch der Schlüssel ist. Wir sind so nah dran. Ich kann schon die Schlagzeilen sehen. Man sieht sich. Wissen der Kirin-Tor. Tag 11. Und damit sind wir up to date. Damit sind wir tatsächlich... up to date. So. Was ist jetzt hiermit? So, ich verstehe halt diesen Beitrag hier gar nicht. Dieses Community-Rumor.
Eine andere Facette sind Community Rumors. Secrets that do have a direct quest, that do not a direct quest. Clues for these secrets are instead offered outside of the game, in posts of Blizzard social media. There are two achievements for the rumors. Gemeinschaftliche Gerüchte und gemeinschaftliche Gerüchteküche. Ja, okay, dann machen wir das aber jetzt mit Guide, oder? Wir gehen ja jetzt nicht die ganzen Posts durch von Blizzard. Da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal eine Überlänge draus und machen das mal eben. Also mal eben ist eine gute Aussage, aber... Scheiße. Dann gehen wir mal eine halbe Stunde in die Überlänge. Zwei Aufnahmen schaffe ich eh nicht mehr. Und schauen mal nach, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da gehen wir am besten nach Unterstadt, oder? Silbermond ist eine so derart verschwendete Stadt. Ich kann es auch nicht oft genug sagen. So. Östliche Pestländer. Oh mein Gott, really? Okay, ich erzähle euch mal nebenbei, wie man an die Secrets rankommt, okay? Secret 1 wäre ein Post, what's going on in Eastern Blacklands today? Ich hoffe, es geht noch nachträglich. Das war der Hint, um das herauszufinden, dass man hier was machen kann in den östlichen Pestländern. Haben die das gepostet? Hint 2 ist im Hintergrund des Paladin-Bildes. Ich zeige es euch mal kurz. Wie geil ist das denn? Sorry. Das ist ja viel cooler als die Quests. Hier, der Mauszeiger. Das ist der Hind. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, aber erstmal Platz 1 mit den Blue Posts. What's going on in the Eastern Blacklands? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist einfach alles, es ist voll viel. Oh Gott. Okay, fangen wir von oben nach unten. So, sind wir da? Nee. 51,65. Und da einen Baumstumpf. Und auch das Gebiet hier wollte ich tatsächlich mal durchquesten. Das ist ja geil. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, ey. Das hätten wir einfach komplett verpasst. Was ist denn die deutsche Übersetzung von Community Rumors? Hier dran. Genau, guck mal hier. Ab hier
15 minus 15. Wäre hier. Denkt die sich auch gerade. Fünfundfünfzig. Weil es in die falsche Richtung führt, oder? Ist das jetzt der Witz? Dass man die vertauschen muss? Ja, es ist genau umgekehrt. Vergrabenes Säckchen. Naja. Okay, und da hätte jetzt der ganz harte Shit drin sein können, ja? Noch der Brief. Nee, da bin ich emotional nicht für bereit. Okay, das war Nummer 1. Nummer 2. Fellwood. Das ist Kalimdor. Komme ich da irgendwie gut hin, ohne dass ich jetzt... Ja, Orgrimmar. Teufelswald. Ja, das ist schon krass. Einfach der Hintergrund von diesem Bild von der Paladin-Rüstung. Das ist schon nahezu absurd, oder? Na gut. Orgrimmar. So, und markiert ist im Teufelswald hier diese Stelle. Ja, okay. Hätte man, wenn man genau hinguckt, wäre natürlich ein krasser Fehler, wenn die aus Versehen den Mauszeiger im Bild lassen würden, ne? Nummer 3. This clue for this came from the latest Blue Clues. News round posted September 1st. The usual SEO image of the gnome in the Highland Drake has been added. A faint man. What the fuck? Oh mein Gott, sorry. What? Also, am 1. September wurde dieses Bild gepostet und man kann hier eine Map von 1000 Nadeln sehen mit einem Cursor drauf, wo ein Spieler steht. Seht ihr das? Hier in dem Bereich da.
What the hell? Was? Wie geil ist das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach Mann. Okay, also als nächstes geht's dann nach 1000 Nadeln. Das ist aber auch hier, ne? Ja, das passt ja. What the hell? 1000 Nadeln. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, dann muss ich nochmal lesen. If you click on the picture. Okay, das ist dann über die Website. Also wenn man auf das Bild klickt von dem... Ich probiere es mal aus, ob das auch stimmt. Dark Moon Returns. Tatsache. Es ist so krank einfach, ne? Kann ich euch das so reingeben? Ja, oder? Plus. Fensteraufnahme. Okay. Okay. So, das ist die Website mit dem Blue Post. Wenn ich hier jetzt draufklicke, kommt das Bild. Von Waters of Draenor. Also man klickt einfach nur hier in dem Artikel auf dieses Bild und da ist ein anderes Bild verlinkt. What the hell? Ah, das ist schon irre. Wow. Okay, also hier 1000 Nadeln und dann machen wir noch das in Draenor und dann lassen wir es erstmal. Wie viel gibt es denn davon noch? Genug. Das sind diese ganzen Bilder, die ich auch gesehen habe. Alter, okay, dann machen wir in der nächsten Aufnahme weiter. Ja, erst runter wäre schlauer gewesen, glaube ich. Ja, das feiere ich aber, ganz ehrlich. Also das ist für mich gerade mehr Rätsel-Event als diese Quests. Wobei die letzte Quest war auch cool. Gut. Aber das hier hat dann auch ausgezeichnet gut funktioniert mit dem Reisetagebuch. Das hat sich ja jetzt auch von selbst erledigt. Partys angesagt. Scheuert einfach. Der fünfte Hinweis? What? Hä? 1371?
Ja, ja. Hier ist literally nichts. Hier. Hä? Mimirons zweites Teil bei 35,8. Ich will doch nur den das kaufen, einsammeln. Kombiniert die erste, zweite und dritte Schubdüse in der Nähe einer ermächtigten arkanen Schmiede, um Mimirons Sprungdüsen zu schmieden und anzutreiben. Zu spät, zu spät, zu spät. What the fuck? Okay, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Gehen wir uns mal eben den Erdhaufen holen. Wo war der jetzt? 42, 48. Ein bisschen weiter da. Ich bin verwirrt. Was hat's denn jetzt mit diesen Boost-Teilen auf sich? Ist das jetzt mega secret oder was? Mount Hind. Mount Hind. Mount Hind? Ah ja, es sind Mount Hinds. Okay. Da haben wir jetzt den dritten schon gefunden. What the hell, ey. Es gibt also noch viel mehr Sachen als diese Quests. Da ist der Haufen unter Erde, unter der Erde natürlich. Und da kann jetzt auch was ganz Tolles drin sein, oder wie soll ich das verstehen? Ich bin verwirrt. Kann man das mehrmals looten, oder wie ist das? Okay, dann kommen jetzt 1000 Nadeln. Also da müssen wir in die Höhle rein. What the hell? Okay, und dann machen wir noch Dings. Was ist das jetzt? Was ist jetzt mit dem Mount? These clues in Wolf Hinds and the community members who are stand These puzzles are usually more involved than the other secrets in the event. Require a lot of steps in the work obtaining. Okay, wir bekommen also Mimirons Jump Jet. Als Belohnung. Das ist so eine Art Community-Event. Ich habe jetzt wirklich ohne Hinds sogar den Pfeil auf dem Boden gefunden. Das war ja dieser eine Gegenstand.
Okay, das müssen wir also auch noch machen. Wir haben jetzt Mount Hind 3 gelöst. 1 und 2 fehlen uns noch. Wir sind aber jetzt gerade bei Community Rumor. Was ist das jetzt? 3. Erst. 1000 Nadeln. What the hell? Okay, also nächste Aufnahme machen wir hier weiter. Werden die restlichen Community-Sachen machen. Es kommen nämlich noch 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und uns fehlen noch die 2 Mount Hinds. Wir starten aber durch, würde ich einfach mal sagen, mit. Nee, wir machen nur noch 1000 Nadeln, weil dann kann ich noch den Zeitriss mitnehmen mit meiner Druidin. Ich würde sagen, wir machen erst die, oder? Wo müssen wir denn hier nach hin? Dreanor, ja. Wir machen erst die Daily der Krippe beim nächsten Mal, dass wir das erledigt haben. Und danach geht's dann weiter mit dem Community Rumor. What the hell? Also wäre voll an mir vorbeigegangen. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mehr so viel Zeit, wenn ihr mal guckt. Hätte ich voll verpasst. Komplett. Tutti completti. Wahnsinn. Und da gibt es auch Erfolge für. Findet 5 vergrabene Säckchen über Gerüchte aus der Gemeinschaft. Blaue Tweetmütze. Das hätte ich auch schon längst machen können. Wahnsinn. Mich freut das, weil das wirklich eine coole Sache ist mit diesem random, komplett random Zeugs. Sind die denn jetzt mit mehreren Charakteren lootbar oder nicht? Vermutlich nicht, oder? Und gibt es denn jetzt überhaupt da tollen Loot drin? Ich hab ja gar keine Ahnung. Fassweise Spaß. 1000 Nadeln, habe ich auch schon mal gesagt, das alte 1000 Nadeln. Hat mir besser gefallen und ist für immer weg. Wie einfach noch Sachen rumschwimmen. Gut, unter Wasser oder wie? Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss gucken, wo das ist, sonst ertrinke ich hier. Zweiundvierzig, dreißig.
Überlebe ich das überhaupt? Inventar ist voll. Willst du mich verarschen? Ich habe 7 Zeitkapseln mit ihr auch übrigens. Ach du Kacke. Holy crap. Also, dann haben wir gemacht Mount Hind 3 und Community Rumor. Was war das jetzt? 1, 2, 3. Gut, so, soll aber auch reichen. Also, nächste Aufnahme. Machen wir hier weiter? Und werden mit dem Community-Rumor in Dreano durchstarten. Ich dachte ja, dass wir erst die Krippe machen, macht aber jetzt vom Ort her keinen Sinn, weil der Ruhestein nicht bereit war. Dementsprechend starten wir erst hier durch, müssen einmal zum Schattenmondtal und zwar hierhin. Hier müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem Baum. Und ja, werden dort dann mit Community-Rumor 4 weitermachen. Wo führt uns denn 5 hin? Netersturm, Burning Crusade. Dann geht's nach Pandaria. Dann geht's Dracheninseln, das ist cool. Dann geht's nach Nordend. Dann geht's zu den zum nördlichen Brachland. What the fuck? Hammer. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Es ist eine reine Schnitzeljagd gerade. Und es macht eine Menge Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei mit Waters of Draenor. Beziehungsweise generell mit World of Warcraft. Ihr seht, es wird noch ein wenig dauern, bis ich mit meiner Nachtelfe anfange. Bis zum nächsten Mal. Ciao.